Peter. Jetzt darf ich Ihnen die Herausforderer und Herausforderinnen vorstellen. Herzlich willkommen nochmal die Zugerosten Zillertaler und die Tiroler Harfenmadel. Herzlich willkommen. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, also ich weiß es ja, was es heißt, aber es gibt jetzt bestimmt viele, die sagen in Norddeutschland, was heißt denn eigentlich die Zugerosten Zillertaler? Ja, die Zugerosten Zillertaler heißt so viel wie die, was sich ausgesucht haben, im Zillertal zu wohnen, weil die Musik und die Madel da einfach viel schöner sind. Aha, das ist schön. Naja gut, da haben wir ja schon zwei Beispiele hier. Also zwei fesche Dirndln als Unterstützung. Gibt es euch so wirklich als Gruppe oder habt ihr euch gesagt, nein, wir haben uns jetzt mal formiert für die immer wieder Sonntagshitparade? Also eigentlich ist es vor allem für die Sommerhitparade, ja. Aber mal schauen, vielleicht wird mehr draus, hoffentlich. Also das ist schon Wahnsinn. Also wenn, dann würdet ihr als Newcomer, als absolute Newcomer vielleicht ins Finale kommen. Muss man schauen. Werte Zuschauer zu Hause, Sie entscheiden. Was wird denn heute gesungen? Ja, ganz was Besonderes. Was denn? Das erste Busserl. Ah. Wo hat es denn das erste Busserl gegeben? Wer weiß das? Ja, das muss auch keiner wissen. So, jetzt darf ich euch schon mal bitten, an die wunderschönen Harfen ranzugehen. Jetzt wird musiziert, jetzt gibt Stimmung mit den Zillertaler, ja gut, mit den zugerosteten Zillertaler und die Harfenmädel. Bitteschön. Ich wollte gerade einen Brief schreiben und dir was zugestehen. Es ist zu dumm, mir fällt nix ein, das ist ja mein Problem. So denk ich hin, so denk ich her, es ist doch ein allein. Drum such ich dich schnell selber auf, vergiss die Schreiberei. Das erste Bus, alles kriegst du von mir in einer lauen Sommernacht. Das erste Bus, alles schon reserviert, weil es dir Busserl hat's im Herzen gebracht, das ist für die bestimmt. Das erste Busserl, ja, das muss jetzt sein, weil die Liebe jetzt beginnt. La 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 la. Und das wird jetzt auch der große Moment unserer Sommerhitparade 2016. Es geht darum, wer zieht ins große Finale ein. Unseren Erstfinalisten haben wir ja schon hier, unseren Robin Leon. Sie konnten sich heute entscheiden zwischen Marco Warstetter oder die zugerosteten Zillertaler mit ihren Harfenmadeln. Liebe Zuschauer zu Hause, ich denke, diese Entscheidung war heute nicht leicht. Wie gesagt, am nächsten Sonntag das große Finale. Auch von immer wieder sonntags müssen wir uns nächste Woche verabschieden, aber es geht noch musikalisch in eine zweite, dritte und vierte Runde, weil wir eine Woche nach dem 21. August das große Best-of feiern dürfen, das Beste aus immer wieder sonntags 2016. Eine Woche darauf und zwei Wochen darauf zeigen wir nochmal das Beste aus 150 Sendungen immer wieder sonntags. Vielen Dank der ARD für das große Vertrauen. Wir haben dieses Jahr eine Verlängerung bekommen und da geben wir mal einen Riesenapplaus. Vielen herzlichen Dank für eure Treue, auch liebe Zuschauer zu Hause. So, ich glaube, da sitzen ein paar nervöse Gesichter auf der Bühne. Ich kann mich da reindenken in diese ganze Situation. Ich habe das alles schon mal durcherlebt, auch in meinen jungen Jahren. Werden es denn Newcomer, die ins große Finale kommen? Oder er hätte heute zum 7. Mal gewonnen, Marco Warstetter, und tritt gegen unseren Elsässer Sunnyboy Robin Leon auf. So, wir halten die Spannung noch ein wenig. Ich heiße Stefan Klum.
Heidi Klum macht es auch immer so spannend. Ich bin der Mann von ihr. So, wir haben das. Die Prozente können wir schon mal abfragen. Bitte schön um die Prozente. 52 zu 48. Mir ist schlecht. 52 zu 48. Also, das sind nicht viele Anrufe, die da dazwischen liegen. Das ist mal eine Handvoll. So, jetzt bin ich gespannt. Wer tritt am 21. August nächste Woche im großen Finale an? Der Gewinner steht fest der heutigen Sendung. Die zugereisten Zillertaler. Quasi ein dritter Platz für Marco Warstetter. Oh Gott, da ist bestimmt jetzt einer fertig. Marco, das ist schade, lass dich trotzdem drücken.